So, guten Morgen, willkommen zurück zu einer schönen Runde Turok. Ich muss halt etwas leiser sprechen vielleicht, weil ich bin im Wohnheim und hier ist schon irgendwie Nacht. Irgendwie. Plötzlich war es Nacht, so ich habe keine Ahnung mehr, wo ich schon war. Aber da ich hier schon kaputt habe und mich erinnern möchte, dass ich einfach hier rausgehe, durchgehen muss und alles wird gut, gehe ich jetzt einfach mal durch und alles wird gut. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, bin ich hier schon durch einen Teleporter gegangen? Vermutlich ja. Toll, dann kann ich nicht zurück und Munition holen. Der Sternenhimmel. Es fehlen nur die Sterne. Will ich hier drüber laufen? Ich will hier drüber laufen. Hier haben wir lustige Lasersparren. Und ein lustiges Schaltpunkt. Oh. Was? Wie jetzt? Hallo? Hallo? Hat ganz schön lange gedauert hier. Machen wir hier, was auch immer. Was hast du jetzt erledigt? Hä? Achso. Ich habe mich selbst erledigt, sehr gut. Das fängt schon mal gut an. Aber wir haben ja Zeit. So, dann wissen wir jetzt, dass hier irgendwo einer steht. Der jetzt nicht sterben will. Willst du bitte sterben? Tu uns alle einen Gefallen und stirb einfach. Bist so hässlich, Alter. Könntest klar deine Oma sein. Der war voll lustig. Jetzt bitte lachen. Soll ich vielleicht mal einfügen, so ein Dingsbums, so ein Schild oder so, das immer aufleuchtet. Jetzt bitte lachen. Jetzt bitte lachen. Das dann die ganze Zeit blinkt, damit ihr lacht, die ganze Zeit lacht. Ihr lacht euch aber übrigens halt selbst aus, weil wer die Videos guckt, ne, der hat es gar nicht alles verdient, dass er sich selbst auslacht, so. Drüber hier. Den Shisha. Da geht es nicht tief, nein, gar nicht. Ich bin mir nur ein, dass es da tief runter geht. So, was soll ich denn mit diesem Laser hier machen? Den lasen wir erstmal so. Ich bin gerade wieder so witzig. Ich glaube, da will ich nicht reinlaufen. Oder will ich da reinlaufen? Gute Frage, nächste Frage. Nein, will ich nicht. Und so macht man Turok-Schaschlik. Man nehme einen Turok und schneide ihn in einem schnellen Ventilator klein. Das Ganze kann man dann auch wahlweise etwas würzen. Anschließend leicht anbraten an einem Laser und schon geht's los. Familiengericht 2 bis 4 Personen. Probiert's doch einfach mal aus. Am besten eignet sich ein frischer Turok. Natürlich nur mit dem Original-Gütesiegel. Der Moment, wenn du nicht warten kannst, springst und dann nochmal laufen darfst. Spielzeitstreckung. Nein, Turok wird kein langes Projekt mehr, glaube ich. Oder vielleicht doch. Alles unter 100 Folgen ist kurz. Wobei ich sagen muss, nein, ich will jetzt nicht schon wieder gehackten Turok machen. Gehäckselten, was auch immer. Ich sagen muss, dass die älteren Let's Plays wie Warzone oder CNC1 da noch nicht dazu zählen, weil da konnte ich nur 10 Minuten hochladen. Beziehungsweise irgendwann 15. Deswegen sind die auch nicht lang, obwohl sie über 100 Folgen haben. Über 100 Folgen haben. Ich hab gar verlangt zu sprechen. Ja, Aschisch. Ich wollte Turok wegen lauter machen, da ist mir eingefallen, dass mir eingefallen, warum wir das nicht lauter gemacht haben. Weil es einfach nicht geht. Es steht schon auf Maximum. Hm.
Was schießen die da auf mich? Mach mal hier auf. Mach's trotzdem nicht auf. Rassismus. Diskriminierung. Bloß weil ich ein Indianer oder was auch immer bin. Ich bin mir da gerade gar nicht sicher. Es hat so... Es wirkt so wie ein... Hey. Es wirkt so, als wenn ein Indianer wäre, aber... Gut, andererseits, ich habe keine Ahnung, wie ein Indianer aussieht, von daher. Ich höre schon wieder Zeug die ganze Zeit. Ich habe einen Durchgang. Ich wollte gar keinen Durchgang schaffen bei näherer Überlegung. Ich kann Durchgänge nicht ausstehen, wenn ich genau drüber nachdenke. Ich muss meinen Soundbombing leiser machen, lauter machen, ich verstehe hier nicht viel. Jetzt schon besser. Und ihr versteht gar nichts. Oh, das macht nichts. Schalt mal den Schalter um. Und kaputt. Ständig geht die Einrichtung kaputt. Dabei mache ich doch gar nichts. Ich schieße nur blaues Licht auf den Feind. Schnauze. Zum Glück verschwende ich hier immer meine gute Munition. Und nicht gar etwa die billige. Hey. Jetzt bin ich wieder fast tot. Ich weiß nicht, wo ich lang will. Ach, ganz toll. Ich glaube, ich will auch noch durch die andere Tür. Sag mir irgendwie mein Gefühl. Also da, wo der Typ mich getötet hat. Munition. Für irgendeine Waffe, die ich schon Ewigkeiten nicht mehr benutzt habe. So war das geplant. Wer was anderes behauptet, der lügt einfach nur. Nein, ich muss das andere noch mitnehmen. Verdammt, warum habe ich das noch nicht? Das ist... Was zur Hölle? Ich war jetzt unmöglich im Laser, das kannst du mir nicht erzählen. Ich kann nicht geradeaus. Also ich kann schon geradeaus, aber... Hä? Geht es nicht ein bisschen schneller? Ah, okay, ich kann nach oben laufen. Ist logisch. Da liegt irgendwas, das ich vielleicht brauche. Nee, nicht so wirklich. Ich habe dafür, glaube ich, volle Munition für den Flieh-Fla-Flammenwerfer. Wo, 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 wo. Gut, dass das Ding genauso blind ist wie ich. Das hätte ich ein echtes Problem. Aber ein echtes Problem. So, da geht's wieder zurück. Sehr gut. Da geht's in den Laser. Ich nenne es Laser. So, dann vorsichtig weiter. Vorsichtig weiter, einfach Vollgas, nein. Lustig, die bleiben ab der Entfernung stehen. Ja, abwärts. Wir gehen tiefer. Wir haben es aber nicht eilig. Keine Hektik. Wo geht's hier auf? Ach komm, hier kommt bestimmt auch gleich eins runter. Oder vier. Wenn wir schon vier Löcher haben. Schnauze. Ich bin hier, der Lärm macht. Ich will nicht so viel Lärm machen. Ich will ja keinen Ärger hier bekommen. Wieso krieg ich so viel Pistolenmunition? Oh. Ah, ganz toll. Ach! Wie diesen Kack durch die Gegend schiebenerei, das ist doch kacke. Kacke ist dies. Ach, jetzt muss ich wieder da runter. Na, ganz toll. Ah, das dauert überhaupt nicht lang. Nein, das überhaupt nicht.
Kommt denn das Ding jetzt runter? Gar nicht. Ich glaube schon, dass ich das kaputt schießen will. Ja, ich glaube das schon. Ich glaube schon, dass das für den Fall, dass ich da nochmal zurück muss. Ich hoffe doch nicht. Schnauze da drüben. Jetzt komme ich dir rüber. Ach. Ich hasse sowas, wenn man weggedrückt wird. Das geht gar nicht. Schnauze, habe ich dir schon mal gesagt. Und nicht in den Mixer? Nein, bitte nicht. Oh, jetzt geht's noch weiter. Ich muss den Weg wahrscheinlich nochmal zurück, weil ich nicht durch dieses eine Portal da gegangen bin. Durch die eine Tür. Das stimmt nicht. Hallo? Bewegst du dich nochmal irgendwie vorwärts? Ah, jetzt, okay. Hallo? Mal raus da. Och, komm. Wie lange geht denn der Weg noch? Hallo, tschüss. Ich meine, es ist ja schön, dass man so viel Heilung zurückkommt, aber... Ja, was auch immer. Oh, noch mehr Heilung. Die ich jetzt gerade im Moment gar nicht brauche. Sehr gut. Mäse brauche ich sie nicht mehr da. Bist du auf dem Auto fahren? Ja, das hast du jetzt davon. Mir geht schon die Munition aus. Ich vermute mal, da geht's zurück zum Hauptsinn? Zum Start. Nehme ich mal an. Ich weiß es nicht. Ich werde es jetzt auf jeden Fall nicht herausfinden wollen. 5, 1. Ich will mich hier erst mal weiter umgucken. Ah, wenn es denn möglich wäre. Oh, da geht's gar nicht weiter. Sehr gut. Hä? Hatte ich da noch nicht die Gegner getötet? Nein. Ach, scheiße. Nee, Moment, du bist neu irgendwie. Ja, ich habe keine Munition mehr, toll. Also zumindest nichts für die gute Waffe hier. Was sind wir denn noch so im Angebot? Bohrer vielleicht? Ja, damit kann ich diese scheiß MG-Dinger nicht beschießen. MG-Dinger. Diese Standgeschütze. Ja. Naja, nehmen wir halt das Ding. Das ist ja auch gut. Nein, aber ritz dir nur ein. Jetzt muss ich wirklich den ganzen Weg wieder zurück. Ganz toll. Das könnte jetzt dauern. Komm schon, lauf. Lauf, Schlampe, lauf. Ah, es ist so scheiße mit diesem scheiß Wind. Springt ständig daneben und ach, nochmal, man muss immer... Ah. Dinge, die nerven. Wind. Oho, wir haben ein Visier übrigens. Kann sich nur um Stunden handeln, bis ich wieder zurück bin. Wieso habe ich denn die Karte ausgemacht? War Absicht, nein. Die Karte will man. Oh ja, macht's noch langsamer. Ich hasse es, wenn man so langsam sich nur bewegt. Das ist nie gut in dem Spiel. Nie. Hallo? Mensch, jetzt.
Dumm, die dumm. Wir laufen, dann muss ich den Weg wieder zurücklaufen, weil ich dann da ja weiter muss. Tolle Sache, nicht? Ja, war gut, dass ich den Raum gemieden habe. Na, sonst würde man gerade noch hier schnell durchkommen. Rentner Turok. Mit 90 ist man eben nicht mehr so schnell. Unverschämter Jungspund hier. Noch mal kurz, ging es da hinten noch irgendwo weiter? Nein. Aber da hinten könnte noch ein Kristall gewesen sein, den ich nicht gesehen habe, weil ich blind bin. Wir gucken mal kurz. Nein, da ist nur noch ein Ventilator, der sich dreht. Das Ding ist ja fast so gut gekühlt wie mein Rechner. So, und ich glaube, mein Mikrofon ist nicht optimal positioniert, aber ich werde es nicht so viel an der Positionierung ändern, weil sonst fällt mir der Ständer noch um. Ich muss den etwas komisch hinstellen. Ja, es ist ja toll. Ach, scheiße. Jetzt bin ich dagegen gekommen. Nichts passiert. Alles wird gut. Ich drehe ein bisschen mein Mikrofon. Guck nicht, wo ich hinlaufe, weil das ja eh unnötig ist. Ist ja nicht so, als ob es hier irgendwie Todeslaser gäbe. Oder Ventilatoren, die mich zerhackstücken. Mann, da bin ich ja schneller, wenn ich mit dem Trabi fahre. Also fast. Wir wollen es mal nicht übertreiben, so. Ich bin wieder da. Kann mir nicht irgendwo noch so ein MG raus? Nö. Oh. Laufen einmal drum herum. Das war Speichern bloß, oder? Bist du noch was anderes? Inventory. Ja, auch hier gibt es ein Part of the Nuke Weapon. Aber das ist ja, glaube ich, nur Speichern und Munition auffüllen, oder? Yeah. Was? Nein. Sie hat meinen Spielstand gelöscht. So eine Schlampe. So, das heißt, dieser Weg war schon mal völlig nutzlos und jetzt auf dem Rückweg kommen vermutlich die Maschinen. Nein, kommen nicht. Okay. Dann eben nicht. Warum auch? Aha. Müsst du bitte mal sterben, wollte ich gerade sagen. Und er ist gestorben. Aha. Kaum auszudenken, was wäre, wenn der mir fehlen würde. So, war da noch irgendwas? Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Allein, damit ich einen Schredder wieder habe. Wo sind die Turtles, wenn man sie braucht? So, ich komme da gerade nicht rauf, weil ich zu blöd bin. Nein, Turk ist zu blöd, ich nicht. Er tut nicht, was ich ihm befehle. So passiert, wenn ich diesen Schalter drücke. Ich habe auch hinten Arme, mit denen ich Schalter drücken kann. Bin ich nicht toll? Kein Kommentar dazu. Schnauze jetzt. Und wofür ist der Schalter? Ja, wir laden dann gleich mal wieder bei der Gelegenheit. Och nö, da war... Gut, dass ich so oft speichere. Das kommt mir jetzt sehr zugute. Sonst müsste ich ja immer wieder Sachen, die ich schon gemacht habe, nochmal machen. Das wäre voll unschön. Das ist eigentlich der einzige Schalter, der... Nein, der ist auch wieder...
Warum? Gehst du mal. Der ist jetzt aber schnell gestorben. Finde ich gut. Ich bin dafür, dass Gegner schnell sterben. Ach, was ist denn das? Läufst jetzt doch ewig schräg schon rein und dann fährst du trotzdem noch runter. So. Jo. Dann eben so. Mir auch Wurst.